Die Tierärzte Julia Nestler und Dr. Georg Müller kümmern sich um Vierbeiner in Not. Heute geht es einem Hengst an seine Männlichkeit. Eine nicht ganz ungefährliche Aktion, vor der selbst die Besitzer eine ordentliche Portion Respekt haben. Mach du, nee, mach du. Unterwegs mit den Tierrettern. Montagmorgen in Bad Frankenhausen. Tierarzt Dr. Müller arbeitet fast ein halbes Jahrhundert hier. Für den 70-Jährigen steht gleich der erste Außentermin in Burgwenden an. Dabei bekommt er heute Unterstützung von Azubi Marie. Denkst noch dran, heute ist OP-Termine auswärts, gell? Hängt kastrieren. Medikamente und OP-Besteck, alles fertig. Ja, alles fertig. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ich hole auch noch meine Jacke. Ja. Jetzt fahren wir nach Burgwenden, einen kleinen Ort in der Nähe von Kölle da. Dort haben wir zwei kleine Hengste zu kastrieren. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wollen wir? Alles vorbereitet? Alles vorbereitet. Wir können sofort starten. Die Aufgabe ist nicht ungefährlich. Vor allem der Welsh-Pony-Hengst Springfire Orlando könnte dem Arzt Probleme bereiten. Der ist gerade mal ein Jahr alt und ist damit noch mittendrin in seiner Sturm- und Drangphase. Ja, man möchte bei so einer Kastration schon aufpassen. Pferde haben flinke Füße und wenn das dann im Gesicht landet, das ist nicht so angenehm. Und ich komme ja doch relativ nah an die Füße ran. Und dafür dann dieses Teil. Ich zeige euch, wozu es gedacht ist. Für Marie im zweiten Ausbildungsjahr ist das heute eine Premiere. Also das ist jetzt hier die erste Kastration mit in der Praxis, die ich mitmache. Vom Pferd, sage ich mal so. Sonst immer. Die Kleintiere, das ist ja, machen wir ja häufiger, aber so ein Pferd, das ist schon doch mal was Besonderes auch zwischendurch. Marie, weißt du eigentlich, was Hengstkastration mit Kirschen zu tun hat? Nein. Nein? Ja, wenn die Kirschen blühen, werden Hengste kastriert. Und zwar hängt das damit zusammen, da ist schönes Wetter, da ist es warm und sind noch keine Fliegen da. Und Fliegen wollen wir nicht haben. Ne? Siehst du, hier lernst du was fürs Leben. So, wir brauchen einen jungen Mann, der dann die Fesseln bei dem Pferd dran macht. Da werden die Backen dicke. Den würde ich jetzt gerne einweisen. Ja, es ist nichts Kompliziertes. Mach du, nee, mach du. Springfire Orlando weiß noch nichts von seinem Glück. Trotzdem ist der noch Mini-Hengst unruhig und nervös. Ja, das Pferd braucht eine Narkose. Und da wollen wir jetzt, wir machen eine Injektionsnarkose hier. Es dauert nicht lange, bis die Narkose wirkt. Trotzdem muss Dr. Müller Sicherheitsvorkehrungen treffen. So, und das ist sie jetzt. Hier die Lebensversicherung. Jawohl. Jetzt werden alle vier Beine aneinander gebracht. Wir müssen sehen, dass wir bitte zügig arbeiten. So, nun geht es los. Hier muss aber einer an dem Ding bleiben. Ja. An der Kette. Und nur im Prinzip so ein bisschen unter Zug, dass wenn hier was passiert. Und mit einem beherzten Schnitt wird aus einem Hengst ein Wallach. Schmerzen hat er jetzt nicht, nein. Das Narkosemittel, was ich einsetze, sind zwei Komponenten. Das eine ist sedierend und obendrein narkotisierend und auch schmerzstillend. Nein, der hat jetzt keine Schmerzen. Das wollen wir ja auch nicht. Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist und dass er ein schönes Pony-Wallach-Leben hat. Springfire Orlando hat die Prozedur gut überstanden. Auf Dr. Müller und Azubi Marie wartet jetzt der nächste Termin. Tierärztin Julia Nestler aus Dohna in Sachsen ist mit ihrer mobilen Tierarztpraxis unterwegs zu einem Nachsorgetermin. Eine alte Hundedame hatte eine schwere Operation. Jetzt geht's zu Oma Traudel. Die hat ihre Hündin Charlie am Montag operieren lassen. Die hatte einen richtigen fiesen Mamatumor. Also der war richtig entzündet, groß. Und man hat ihr richtig angemerkt, dass es ihr wehtut. War richtig unglücklich. War ein bisschen
eine komplizierte OP in dem Sinne, dass die Charlie schon altersbedingt einen Herzfehler oder Herzschwäche hat. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Julia Nestler ihre kleine Patientin genauestens im Blick behält. Ja? Hallo, ich bin da. Hallo. Danke. Hallo. Das macht sie schon. Ich bin auch schon da. Oh. Hallo. Und du freust dich bei mir? Das freut mich aber sehr. Und du hustet gar nicht? Nee. Noch nichts, geht gleich los. Ja. Es ist noch nicht ganz. Na, wie geht's dir? Ja. Auf jeden Fall steht sie schon mal auf aus der Kiste. Ja. Ey, wir müssen hoch. Zwei Tage ist die Operation mittlerweile her. Trotzdem hat die 13-jährige Hundedame Charlie immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Hör mal meine Kiste. Wenn sie jetzt aufsteht, auf welchem Bein? Das Ein. Oh Gott, das reicht dir gerade. Der Emma sagt, das wäre auch ein bisschen dümmer. Das Bein? Die hat ja nur, ja, die hat ja nur Wochen nur auf dieser Seite gelegen, weil sie nicht mehr durch den Tumor konnte. Ne? Jetzt ist sie aufgeregt. Jetzt ist sie aufgeregt. Jetzt hustet sie wieder. Ist gut, Mann. Sie hustet, weil ihr Herz schon ein bisschen größer ist und er drückt es oben auf die Bifurkation von der Lunge. Jeder zweite West Highland Terrier entwickelt im Alter solche gefährlichen Mama-Karzinome. Die Tierärztin überprüft Charlies Werte. Temperatur ist super, 38,1. Ja, soll ich sie mal hochheben? Na, gerne, so auf Männchenstellung. Genau, sieht jetzt noch ein bisschen gruselig aus. Ja. Also der Tumor saß hier und man muss ja genügend Rand wegnehmen. Jetzt ist es noch ein kleines bisschen bläulich. Ja. Aber man kann das gerne immer ein bisschen kühlen. Ja. Ne? Entweder einfach mit kalten Waschlappen oder mit Aloe Vera oder irgendwie. Ja, mache ich. Hier machen wir jetzt ein bisschen Honigsalbe drauf. Ja. Charlies Zustand hat sich verbessert. Für so einen schweren Eingriff ist die Hundedame schon wieder ziemlich fit. Das ist mein Kind. Ist, ja. Mein zweites. Ja, ist gut. Das ist ja auch eine super Liebe. Ja. Die Frau Doktor hat ja gesagt, du wirst 16, ich nehme sie beim Wort. Eigentlich ziemlich gut. Also die Wunde sieht gut aus, da bin ich zufrieden. Dadurch, dass wir den Lymphknoten entfernen mussten, ist natürlich jetzt so eine gewisse Lymphstauung im rechten Bein. Das müssen wir noch wegkriegen, aber ansonsten bin ich zufrieden, wie sie drauf ist. Das gefällt mir. In Nordsachsen ist Tierärztin Barbara Zwanika jeden Tag mit ihrer fahrbaren Praxis Kuhfleck unterwegs. Seit 5 Jahren bietet die 46-Jährige den mobilen Tierarztservice an. In ihrer motorisierten Praxis ist sie für alle Eventualitäten gewappnet. Der war tatsächlich beim Bayerischen Roten Kreuz als Rettungswagen im Einsatz. So wie er hier quasi mehr oder weniger so wie er ist. Ja, hier haben wir ein paar Dinge umbauen lassen müssen. Das war einmal, weil wir fließend Wasser brauchen. Dann hatten wir keinen Kühlschrank, den haben wir uns einbauen lassen. Genau. Und den Tisch haben wir ein bisschen umbauen lassen, damit die Höhe passt und damit wir den auch ordentlich nutzen können. Seit 15 Jahren arbeitet Barbara Zwanika als Tierärztin. Heute ist sie in Wermsdorf. Dort warten die ersten Patienten des Tages schon. Barbara. Ja. Willst du meine Katzen quälen? Mach ich doch immer gerne. So, gut. Komm drin. Die Katzen von Besitzer Rolf sind zwar gesund, sollen heute aber entwurmt und geimpft werden. Doch so richtig Lust auf die Prozedur haben die beiden nicht. Katzen sind eben nun mal Katzen. Und was gestern war, kann heute schon wieder ganz anders aussehen. Ja, also es gibt halt auch so kleine Hinweise bei den Karteikarten, dass man das reinschreiben kann, wenn die ein bisschen weniger kooperativ waren, die Patienten. Weniger kooperativ trifft es heute ganz gut. Such du mal, ich mach schon mal soweit fertig die Impfung, zieh schon mal auf. Es nützt alles nichts. Die Katzen müssen geimpft werden. Als Freigänger brauchen sie diesen Peak jährlich, um übertragbare Erkrankungen wie Katzenschnupfen und Katzenseuche zu vermeiden. Dabei fällt der Tierärztin aber noch ein anderes Problem auf. Guck mal, hier das Zahnfleisch ist ganz schön entzündet. Der hat auch ganz schöne Zahnbelege. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall mal einen Termin machen, ja, dass man da die Zähnchen schön schicki machen kann. Okay.
So, pass auf, jetzt geht's los. Jetzt kommt die große Mücke. Ja, super. Ach, so eine tapfere Katze. So, los geht's. Karte. Jetzt kannst du weg. Komm mal her. Jetzt kann, das war jetzt Kater Lever. Doch das war erst die halbe Katzenmiete. Katze Mini braucht auch noch ihre Impfung. Man könnte die so denken, dass sie das wissen vorneweg, dass sie das echt irgendwie mitkriegen. Da ist sie, hier. Was? Da. Komm mal her. Mini ist komm mal her, mein Kleiner, ja. Hast du Geld? Ach, super. Du Kleiner. So, dann kann sie schlechter weg. So, genau, machst du mal hier oben. Ah, raffiniert. Ja. Oh, der braucht noch eine Wurmkur. Hm. Ist gut, Schatz. Super, machst du das so. Klasse. Ach, Mini-Leute. Gut, okay, das hört sich so ganz gut an. Ja, so. Ja. Nee, jetzt ist er brav. Bei den Behandlungen ist er dann auch brav, wenn er einmal... Siehst du, nee, da ist er wirklich brav, merkt man. Super. Ne? Da ergibt er sich dann. Ja, das er gibt ist er auf. So, hier ist mit den Zähnen soweit alles okay. Er frisst mehr Mäuse. Er frisst mehr Mäuse? Frisst du mehr Mäuse? Ja. Deswegen sind die Zähne auch besser, ne? Wir sind soweit fertig. Dann kann ja, der bleibt Mini jetzt. Mini, jetzt kannst du weg. Die Impfpässe sind aktualisiert, die Ärztin packt zusammen. Nur Mini traut dem Frieden noch nicht so ganz. Batsch. Weg. Mach's gut. Okay. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Nächstes Jahr vielleicht, ne? Nee, schon mal früher. Bis dann. Also dann. Tschüss. Tierarzt Dr. Müller hat 3 Standorte in Thüringen, um seine Patienten zu versorgen. Heute erwartet ihn in Steintalleben eine besonders süße Tagesaufgabe. Ein Wurf 8 Wochen alter englischer Bulldoggenwelpen. Hallo, ja, ich habe meine Helferin mitgebracht und heute wollen wir uns mal den Wurf dran machen. Gell? Die sind 8 Wochen und mach dich rein. Da ist die Impfung dran und Ausweis und Chip und alles, was ich so gehört. Die Rasselbande. Die Rasselbande besteht aus 10 kleinen Welpen. Die warten darauf, von ihren neuen Besitzern abgeholt zu werden. Doch dafür braucht es noch den Besuch des 70-jährigen Tierarztes. Solche Impfaktionen sind bei guten Züchtern üblich. Ich muss natürlich dazu sagen, es gibt auch leider zunehmend jede Menge Lundemänner, die im Ausland Welpen zu kaufen, hier für großes Geld verkaufen. Aber da weiß man auch nicht, was dahinter steckt. Alle haben sie einen. Wir als Züchter, wir geben da so für uns einen Namen, aber jeder Besitzer kann dann seinen eigenen Namen. Also wenn er den Hund dann später mal Klaus Bärbel nennen will, kann er das auch machen. Das ist nicht verboten. Für die Kleinen ist die Chippung unumgänglich. Der Chip ist zwar nur so groß wie ein Reiskorn, bringt aber so einige Vorteile mit sich. Ich fülle gerade die EU-Ausweise aus. Das sind blaue Ausweise. Das heißt, dass die Tiere dann auch mal ins Ausland dürfen, also mit in Urlaub genommen werden können. Und das wird alles überprüft mit dem Lesegerät nochmal. So ist jeder Hund einzigartig, hat eine Chipnummer und kann immer wieder erkannt werden. Hier ist also ein kleiner Chip drin. Das ist also so eine tote Materie, aber mit dem Lesegerät kann man dann feststellen, was er für eine Nummer hat. Vorne am Hals, zack. Und das war schon der ganze Schmerz. Hat nicht weh getan. So. So, wer wird der Nächste? Oh Hase, das war der ganze Schmerz, du gar nicht mitgekriegt. Auch wenn der Kleine es gelassen nimmt, ist es doch ganz schön viel Aufregung für den Hundenachwuchs. Hast du einen Fitzel gemacht? Nein. Und der Papa darf wegmachen, gell? Aber macht's doch gerne. Ja, irgendwelche Aufgaben muss ja jeder haben. Ja, man muss sich auch noch Zeit nehmen für so eine Geschichte. Ist natürlich viel schneller gemacht in der Praxis. Zack, und der Nächste rein.
Aber das sind auch mal schöne Tage und da merkt man auch, warum man den Beruf macht und da macht es einem auch noch richtig Spaß. Der Beruf ist halt sehr abwechslungsreich. Ne? Man sieht verschiedene Rassen, man sieht verschiedene Tierarten und lernt diese dann halt auch besser kennen. Also ich habe zum Beispiel mit Old English Bulldogs noch nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Also es ist auch mal was Besonderes, das dann so zu sehen. Eine mobile Tierarztpraxis hat ihre Vorteile. Sie kommt zu den Patienten, die sich nicht mehr bewegen können. Tierärztin Barbara Zwanika muss heute zu einem Sorgenkind im sächsischen Mügeln. So, dann schauen wir mal, meine Sonne. Leg dich mal hin, Schatz. Was ist bei ihr? Also, wie man sieht, hat die Gaia ganz schön viel Fell. Und da fällt manchmal nicht so schnell auf, dass hier irgendwo eine Verletzung ist. Und da war eine. Genau, und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Die Gaia war wieder irgendwo unterwegs und hat sich in irgendwas gewälzt oder hat sich irgendwo hingelegt. Die Wunde in Gaias dichtem Fell muss freigelegt, gereinigt und desinfiziert werden. Sonst könnte sich die Stelle entzünden und zu Infektionen führen. Ist es praktisch, wenn der Tierarzt vorbeikommt? Ja. Mit so einem kleinen Eisbär ist das schon ein bisschen praktisch. Eisbär ist auch schön, ja. Ein ausgewachsener Chihuahua. Dann so ist das schon ein bisschen praktisch. Ja. Die ist hier auch nur schon alt. Wie alt ist sie? 10. Dann soll ich noch Auto fahren? Och nee, das ist so anstrengend. Da ist das so viel praktisch, wenn ich mich hier auf die Wiese legen kann. Ne? Ja, der Tierarzt gleich daneben. Genau. Der legt sich gleich daneben. Gut, dann sind wir für heute fertig, Gaia. Gaias Wunde ist versorgt. Doch auf dem Hof der Familie gibt es noch ein weiteres Sorgenkind. Die hauseigene Wachtel humpelt und läuft nicht mehr rund. Das mache ich ein, zwei Mal im Jahr. Dann lasse ich die ein bisschen Fußbad und da geht das weg. Aber die humpelt trotzdem. Ich weiß nicht, was er hat. Das Modell ist so. Das ist ein Humpelmodell, genau. Ne, warte mal. Wir gucken mal erstmal. Ja. Ruhig. Ruhig, mein kleines Mäusel. Das ist auch ehrlich gesagt nicht mein Spezialgebiet. Kannst ja mal selber gucken, wenn du jetzt mal die beiden Gelenke hier, einmal links und einmal rechts, wenn du die mal wechselseitig anfasst, dann merkst du selber, was das Problem sein könnte. Sozusagen. Mhm. Das. Und jetzt vergleich das mal mit der anderen Seite. Die rennt nicht weg. Na, das hier ist ein bisschen dicker, ne? Ja, ja. Und daran liegt's. Wenn das jetzt nur ein Schönheitsproblem ist, dann würde ich das so lassen. Ja, ich habe damit kein Problem. Na dann, so dann lass die so. Ja. Genau, dann lass die so. Ansonsten bleibt das so. Ja. Na, dann lass dann mal. Dann ist es eben ein Schönheitsfehler. Nicht immer muss also gespritzt oder operiert werden bei Barbara Zwanika. Sie hat das Herz auf jeden Fall am richtigen Kuhfleck. Wenn Tierärztin Julia Nestler Dona verlässt, darf sie nichts vergessen für den nächsten Termin. Denn ihr Einsatzgebiet reicht bis in die sächsische Schweiz. Jetzt geht's auf den Pferdehof Fiedler in Burden. Dort ist die Familie Rosmanik und die Pferde sind dran mit der jährlichen Impfung. Und wir werden mal gucken, ob wir noch eine Runde Akupunktur machen. Zur Entspannung. Große Pferde, spitze Nadeln, klingt erstmal nicht nach der besten Kombination. Guten Morgen. Guten Morgen. Schreibe ich dir. Sorry. Kein Problem. Hallo. Morgen. Bist du schon durch mit Reiten? Ja, sehr gut. Mit dir mache ich jetzt nur hin nach dir, also so gehen wir spazieren und Baby bin ich geritten. Sehr schön. Okay. Cool. Das ist Corona. Das ist lustigerweise Corona, das fetzt doch, oder? Corona, lateinisch für Krone. Die sensible Stute zeigt Anzeichen von Verspannungen im Rücken. Doch bevor sich Julia Nestler darum kümmern kann, bekommt Corona erstmal einen Allgemeincheck. Guten Morgen, Frau Corona. Wir gucken mal, ob bei dir alles in Ordnung ist. Mal die Augen, die Schleimhäute. Schön klar sind die Augen. Zähne, Schleimhaut. Sieht auch gut aus. Wenn die Temperatur okay ist, kann man impfen. Wenn sie zu hoch ist, könnte man nie impfen. Aber das hier sieht super aus. Also Tetanus hält 2 Jahre. Und Influenza, wenn sie in einem großen Stall leben, ist es halbjährlich. Sozusagen Grippeimpfung.
helfen das Pferd. Also los, haben wir noch 3 Minuten, 4 Minuten. Ja, das Pferd. Leichtes Zucken. Tapfer. Jetzt heißt es für die Stute Entspannung und das mit fernöstlicher Heilkunst. Ich fahre jetzt mit einem harten Gegenstand die Meridiane ab, also die Energieleitbahnen vom Pferd, und guck, wo genau die Verspannungen sitzen. Die Chinesen würden sagen, die Blockaden, die Energieblockaden. Mit Hilfe von Akupunktur soll der Energiestau und damit die Verspannung im Rücken gelöst werden. Julia Nestler setzt Nadel um Nadel, um die Blockaden zu lockern. Den merkt sie ordentlich. Aber sie entspannt sich eher. Manche hauen ab. Fein. Super. Ich mache so nach 10 Minuten noch mal eine kleine Aktivierung. Dann drehe ich die Nadeln hin und her, um dem Körper zu sagen, komm mal weiter gucken, erzählen und arbeitet mal. Teilweise die beiden Nadeln zum Beispiel, die sind richtig reingewandert und manchmal wandern die richtig raus, als Zeichen, dass die Faszien mitarbeiten. Nach 20 Minuten Entspannung kommen die Nadeln wieder raus. Corona kann jetzt den restlichen Tag die Pferdeseele baumeln lassen. Tierarzt Dr. Müller betreut ein großes Einzugsgebiet in Thüringen, mobil und stationär. Zusammen mit der Auszubildenden Marie ist er heute auf dem Weg zu einer alten Bekannten in Bendeleben. Ich habe hier vorige Woche einen riesengroßen Wurf. Hunde geimpft, 14 Welpen, alles Rhodesian Ridgebacks, alle ganz toll. Ja, und nun müssen wir, es lässt sich leider nicht verhindern, dem Papi da eine kleine Injektion verabreichen, dass er nicht gleich wieder auf seine Lieblingsdame springt. Einen wunderschönen guten Morgen. Noch nicht genug Fotos von den lieben Kleinen. Seit 10 Wochen halten diese süßen Vierbeiner ihre Züchter ganz schön auf Trab. Ach, die sind schon auf die Reise gegangen. Die sind in den letzten Tagen weggegangen. Und wie Sie sehen können, ein Gewusel und ein Gemache. Eigentlich sind wir schon ein bisschen froh, dass ein paar weniger sind. Ja, weil du dann doch ganz schön Action hast und hast hier drinnen Chaos und so weiter. Aber noch ein Wurf soll es nicht gleich wieder geben. Nein, soll es bitte nicht gleich wieder geben. Ja. Wir brauchen Erholung, ich und die Mutter. Auf alle Fälle. Genau. Einen Abend, gell? Jo, seid ein bisschen eifersüchtig. Ja, ja. Die Uhr schmeckt auch gut, gell? Ja. Es geht ja nicht darum, Kohle zu machen, sondern es macht Spaß mit der Zucht. Das ist eine schöne Aufgabe. Aber es muss auch artgerecht sein. Das heißt, wenn alle 2 Jahre mal ein Wurf kommt, reicht das dicke. Papa der Welpen, Rüde Bruno, soll heute temporär sterilisiert werden. Der weiß noch nichts von seinem Glück und bleibt momentan noch tiefenentspannt. Ein Rhodesian Ridgeback ist eine sehr ruhige Rasse, ist kein Beller, wie man es von vielen anderen Hunden kennt. Ist ein sehr ruhiger, bellt wirklich nur, wenn jetzt irgendwo Gefahr im Verzug ist, weil er ist doch ein man sagt, ein ganz guter Wachhund. Ne? Also er bellt wirklich nur, wenn irgendwas ist. Ansonsten sehr ruhig. Und das Besondere am Ridgeback ist, dass er sehr sensibel ist. Also eine sehr, sehr angenehme Rasse. Ja, da wollen wir uns mal dran machen. Machst du ihn mal fertig, dass ich dann den Chip setzen kann? Auszubildende Marie bereitet die Einspritzstelle vor und rasiert Bruno am empfindlichen Nacken. Mit Hunden habe ich eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang zu tun. Wir haben auch immer große Hunde gehabt. Von daher. Und den Bruno kennen wir ja auch schon aus der Praxis. Da wissen wir ja, dass das ein Lieber ist. Hier befindet sich der Chip drin, der dem Bruno jetzt gesetzt wird. Das ist also in dem Sinne kein Hormon, das ist ein sogenanntes Releasing-Hormon, was die Freisetzung von männlichem Sexualhormon unterbindet und damit dafür sorgt, dass er ganz ruhig wird, die Hoden schrumpfen, er wird ganz ausgeglichen und natürlich auch zeugungsunfähig. Zumindest mal für ein halbes Jahr. Bruno soll schon irgendwann mal wieder als Zuchthund für süßen Nachwuchs sorgen. Und das war's schon, Bruno. Jo, es geht ja wieder vorbei. Es geht ja wieder vorbei. Ist nicht für immer. Ne? Darfst du jetzt gleich wieder zurück? Jetzt ist er eingeschnappt. Nee, doch, da gehe ich lieber. Okay. Ja, das war eine schnelle Nummer. Das ging flott hier.
Wir sind zufrieden, die Besitzerin ist zufrieden. Bruno können wir nicht fragen, er hat jetzt ein bisschen Pause. Frau Mönnig, bis zum nächsten Mal. Also weiterhin gute Zuchterfolge. Im Moment erstmal ausruhen und eine schöne jetzt Pause. Wir uns aus. Dankeschön. Okay, no? Tschüss. Tschüssi, mach's gut. Und die verbliebenen 7 Welpen warten noch auf ihre neuen Besitzer. In Hartmannsbach bei Pirna ist Tierärztin Julia Nestler schon wieder unterwegs. Ihr heutiger Patient, ein ausgewachsener Berner Sennenhund. Jetzt geht's nach Hartmannsbach zum Faro. Der hat eine Konjunktivitis, also eine Augenentzündung. Hat es schon mit Tee versucht, aber das hat noch keine Besserung gebracht. Und juckende Augen sind echt gemein. Der 4-jährige Rüde wird um einen Augenabstrich nicht drumherum kommen. Allerdings ist Faro nicht unbedingt für seine Geduld bekannt. Mit dem werde ich den Fluoreszin-Test wahrscheinlich vorbereiten. Dann geht's schneller. Der ist nie so geduldig. Ist noch zugeschlossen? Ruf ich an. Hallihallo, ich bin da. Also wir dürfen ihn uns schon angucken, oder? No? Okay, gut. Danke, bis gleich. Tschüss. Ist noch auf dem Weg. Können wir uns schon angucken, hat sie gesagt. Hallo, Großer. Hat man was? So eine Freude. Wo ist das Kuscheltier? Faro, wo ist das Kuscheltier? Hier ist das Kuscheltier. So ein Riese. Oh ja, du hast ja wirklich eitliche Augen. Eieieiei. Ja, leg dich hin und zeig deinen Bauch. Oh ja, der ist toll, der Bauch. Da guckt man dabei in die Augen rein. Ja, die sind richtig rot, die Konjunktiven. Ja. Er kneift sie zwar nicht sehr, aber der Eiter, der läuft hier richtig raus. Faros Augen müssen umgehend untersucht werden. Werden sie nicht behandelt, hält sich die Entzündung hartnäckig und ist schwer zu heilen. Also es kann sein, allergisch bedingt und ein Keim dann obendrauf. Angesteckt bei einem anderen Hund. Ein Keim reingekommen, kann sogar von einem Menschen kommen. Oder durchs Gras gerannt und kleine Hornhautverletzungen und dann Keime sind überall, dann entzündet sich's. Um sicher zu gehen und die richtige Behandlung anzusetzen, braucht Julia Nestler einen Augenabstrich, den sie anschließend im Labor untersuchen kann. Oh, du Riese. So, fein. Also die Seite ist gut. Die Seite ist auch. Also Verletzung hat er nicht. Fürs Erste bekommt Faro schmerzlindernde Augentropfen. Bist bestimmt wieder rein. Tschüss. Das Laborergebnis bestätigt Julia Nestlers Vermutung. Ein Keim in Kombination mit einer allergischen Reaktion hat Faros Augen unangenehm eitern lassen. In gut anderthalb Wochen wird es dem Berner Sennenhund dank der Tierärztin schon wieder deutlich besser gehen. Tierärztin Julia Nestler ist heute auf dem Bio-Bauernhof in Mäusegast bei Dresden unterwegs. Ihre Mission ist eher gynäkologischer Natur. Jetzt sind wir hier auf dem Milchhof angekommen und da werden wir mal gucken, welche Kühe tragend sind. Dann nehmen wir ein Ultraschallgerät und gucken rektal, also über den Hintern, ob ein Kalb drin ist. Eine gute Vorbereitung ist in diesem Fall die halbe Miete. Das ist der berühmte Rektalhandschuh. Damit ich nicht so voll gematscht bin. Die Kühe am Milchhof werden alle vom hauseigenen Zuchtbullen gedeckt. Doch war die Aktion Kälbchen auch erfolgreich? Komm, lass mich rein. So. Das sieht man als Erstes eine volle Blase. Ich muss erstmal ein bisschen Kot absetzen. Denn wenn Kot zwischen Ultraschallkopf ist und Darmwand, sehen wir mal nichts. Außer grau. Also wann habt ihr die besandt? 5. April. Also müsste es ja schon 6 Wochen sein. Genau.
Und hier sind leider zweimal leere Uterusschlingen. Also es müsste schon eine große Blase mit im Herzschlag drin sein. Hier sind auch Follikel rechts. Also die ist TU minus. Kuh Beate ist nicht schwanger. Der Zuchtbulle muss also noch mal ran. Das lässt mich nicht mehr raus. Beate. Die nächste Kuh dagegen hat mehr Glück. Hier ist ein schönes Kalb. Das Weiße ist Knochen vom Kalb. Rücken, Wirbelsäule, hier ist eine Klaue. Eine Klaue, die sich bewegt. Dreht sich sogar. Da freut sich ein Tierarzt sehr bei solchen Bildern. Gut. 50-50 Ausbeute. Eigentlich wollen wir mindestens 5 von 6 tragend haben. Aber das ist diesmal hier nicht so schlimm, weil der Bulle ist auf der Weide, der kann sich kümmern. Sobald die brünstig werden, springt er und besamt die und dann werden die auf jeden Fall tragend. Vor dem Feierabend wartet auf Julia Nestler jetzt noch eine ziemlich schweinische Angelegenheit. Jetzt werden die frisch geborenen Ferkel noch mit 1 Milliliter Eisen gespritzt, man kann auch sagen geimpft, damit sie einen super Start haben ins neue Leben, weil die meistens eine Eisenmangelanämie haben. Also denen fehlen die roten Blutkörperchen, weil nicht genügend Eisenspeicher im Körper ist. Da helfen wir jetzt nach. Die Ferkel sind gerade mal eine Woche alt und bedienen sich quietschfidel an der Milchstation Mama. Oftmals sterben 1 oder 2 nach der Geburt, aber die sind echt, ja. Ist ja auch keins, was besonders klein ist. Kümmerling sehe ich keins. Und damit das so bleibt, bekommen die Kleinen die wichtige Eisenspritze. Allerdings sehr zum Unmut der Schweinchen. Auf jeden Fall. Die Brüder und Schwestern, die leiden klein mit. Nach nur einem Pieks haben die Kleinen es geschafft und können zurück zu Mama. Bei jedem Wetter in Nordsachsen unterwegs, Tierärztin Barbara Zwanika mit ihrer fahrbaren Praxis. Selbst wenn sie nicht im Einsatz ist, wird sie oft kurzerhand um Rat gefragt. Was kann ich für euch tun? Eine Stute, eine kleine, die ist relativ hoch, also Erstgebärde. Und eine recht kleine Scheide. Okay, also meinst du, da gibt es Probleme? Ja. Wann steht die Geburt an? Jederzeit. Ja, also kannst anrufen, wenn irgendwas ist. Mach's gut, tschüssi. Man kennt die Kundschaft. Man kennt, ja, und aufgrund des großen Autos, das so unauffällig ist, wird man auch sofort wiedererkannt. Barbaras nächster Termin ist Hündin Luna in Leisnig. Und die freut sich mal so richtig über den Besuch der Tierärztin. Ja, hallo. Na, hallo, Mausi. Na? Luna wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Hund, hat allerdings mit einem Handicap zu kämpfen. Ja, die ist blind, genau. Man soll es kaum glauben, aber tatsächlich. Sie erkennt das ein oder andere, aber so, sie kann halt schlecht irgendwelche Abstände oder sowas, das kann sie schlecht einschätzen. Deswegen hat sie sich auch verletzt. Beim Toben hat sich Luna eine heftige Wunde zugezogen, die Barbara Zwanika schon einmal versorgt hat. Allerdings ist die Verletzung so tief, dass die Ärztin die Stelle regelmäßig kontrollieren muss. Jawohl. Da wird jetzt eine neue Wundauflage drauf gemacht, damit das auch schön vital bleibt, wie man so schön sagt. Ne? Und das wird jetzt so nach und nach zieht sich diese Wunde zusammen. Ne? Genau. Also wenn man bedenkt, dass das so von hier ging bis da, ist das schon, na, sieht das schon gut aus. Oh Gott, lass die Lunge drinne. Weil Luna nicht so gern Auto fährt, muss Barbara Zwanika eben zum Patienten kommen. Aller 2 Tage stattet sie momentan dem Vierbeiner einen Besuch ab. So, Mausi, jetzt bleib mal kurz liegen. So, ist gut, ich bin da. Damit das alles wieder hält, gibt es jetzt eine besondere Patientenbetreuung. Kraulen. Streicheleinheiten für die Hundeseele. Als Tierretter ist man eben noch so viel mehr als nur Arzt. Dank ihres Einsatzes geht es ihren haarigen Patienten schon viel besser. Hundedame Charlie hat sich bestens von der Operation erholt. Welsh-Pony Springfire Orlando hat seine Kastration ohne Nachwirkungen überstanden.
und die Wunde in Gaias dichtem Fell ist mittlerweile verheilt.